Illustratorin Aiga Rasch zeichnete und illustrierte von 1941 bis 2009 die Jugendbuchserie Die drei Fragezeichen. Die zu diesem Thema kürzlich im Wilhelm-Busch-Museum in Hannover veröffentlichte Ausstellung bietet spannende neue Einblicke rund um die Entstehungsgeschichte der Kultserie. Museumsdirektorin Gisela Vetter-Liebenau erzählt, was die Besucher erwartet. Es sind die Coverentwürfe von Aiga Rasch, von dem ersten bis zu dem letzten, den sie für die drei Fragezeichen gemacht hat, hier in einer Auswahl zu sehen. Das heißt, man kann die Geschichte der drei Fragen und die bekannten Geschichten hier erleben und man kann vor allen Dingen der Künstlerin über die Schulter gucken und kann sehen, wie sie zu den Entwürfen gekommen ist. Eine Ausstellung für Groß und Klein, betont Vetter-Liebenau. Also es ist eine Ausstellung für alle Generationen, was wir auch versuchen durch das Begleitprogramm ein bisschen zu spiegeln, weil sich auch die Führungen zum Beispiel an Großeltern und Kinder oder Enkelkindern richten, aber auch Erwachsene. Und ich kann wirklich sagen, aus der Zeit der Vorbereitung heraus, wir haben ja vielen erzählt, was wir hier machen. Und da habe ich also wirklich durch alle Generationen hindurch leuchtende Augen gesehen. Parallel zeigt das Museum die Ausstellung Bürgerliche Idyllen von Honoré Daumier, einem der bedeutendsten Karikaturisten des 19. Jahrhunderts. Es sind Lithografien von Honoré Daumier, die er um die Mitte des 19. Jahrhunderts für die französischen Zeitschriften Le Charivari und davor La Caricature geschaffen hat und die uns ein Spiegelbild der Gesellschaft des Frankreichs dieser Zeit geben, vor allen Dingen aber auch der Herausforderungen, der Umbrüche, denen die Menschen ausgesetzt waren und wie sie versucht haben, diese im Alltag zu bewältigen. In Daumiers Karikaturen sei ein Bezug zur Gegenwart erkennbar. Sie seien laut Direktorin Vetter-Liebenau insbesondere für Zeichenbegeisterte besonders interessant. Die Ausstellung ist, glaube ich, für alle spannend, die Freude an guter Zeichnung haben, die Freude haben, ein bisschen auch einzutauchen in eine ferne Zeit und auch dabei zu erleben, dass diese Zeit gar nicht so fern ist, dass vieles das, was Daumier beobachtet hat und in diesen Lithografien festgehalten hat, doch auch eine Allgemeingültigkeit hat, die bis in die Gegenwart reicht. Beide Ausstellungen sind ab sofort bis zum 23. Januar 2022 im Wilhelm-Busch-Museum im Georgengarten Hannover zu sehen.